Und hatte natürlich meine 501 Levi's an und mein Parker und meine Kletterschuhe. Und jedenfalls, irgendwann ging auf der Straße eine Tür auf von einem Schigoli. Man zerrte mich ins Auto, man brachte mich in eine große Schule. Und dort mussten wir warten. Dann kam irgendwann ein Bus. Und dann hieß es, ein Bus nach Berlin, ein Bus nach dahin, nach Leipzig, Dresden und so weiter und so fort. Jetzt. Ich habe es befürchtet. Also, guten Abend. Danke für die Einladung. Und ich bin immer noch ganz begeistert von den anderen Erzählungen. Also, hab so insofern meine eigenen jetzt gleich vergessen, weil ich so eingetaucht bin in diese wunderbaren Geschichten. So, nun zu mir. Ich bin 1959 geboren in Berlin. Und bin zur Schule gegangen, auch in Pankow, und bin dann ins Institut. Hört man mich? Kann man mich verstehen? Ja, Institut für Lehrerbildung. Ich wollte gerne Unterstufenlehrerin werden. Das war mein großer Wunsch, da mein Vater ein sehr guter Lehrer war und zu Hause und bei uns zu Hause ständig Kinder waren. Und viele Klassenfahrten, die ich auch mitgemacht habe mit meinen Geschwistern, und das wollte ich auch gerne machen. Das tat ich auch. Und bis ich dann merkte, ich musste mit einer Pionierleiterin immer zusammenarbeiten, das war leider nicht das, was ich gerne wollte. Ich hatte große Probleme hier mit der Stadtsicherheit. Ich wurde mehrmals verhört, ich wurde mehrmals abgeholt. Ich wurde in Frankfurt/Oder festgenommen. Das war ganz schlimm für mich. Ich war 15 Jahre, ich erzähle das mal ganz kurz, weil ich finde, das erscheint mir manchmal wie ein Traum, den ich erlebt habe. Dort bin ich zum deutsch-polnischen Jugendtreffen gefahren und ich hatte keine Einladung. Meine Schwester hatte eine Einladung von ihrer Schule und ich bin einfach hinterhergefahren, was meine Eltern noch gar nicht wussten. Und hatte natürlich meine 501 Levi's an und meinen Parker und meine Kletterschuhe. Und jedenfalls, irgendwann ging auf der Straße eine Tür auf von einem Schigoli. Man zerrte mich ins Auto, man brachte mich in eine große Schule. Und dort mussten wir warten. Dann kam irgendwann ein Bus. Und dann hieß es, ein Bus nach Berlin, ein Bus nach dahin, nach Leipzig, Dresden und so weiter und so fort. Ja, und dann wurden wir irgendwann nachts nach Berlin gefahren. Gegen Morgen wurden wir dann, ich glaube, es war Weißensee oder so, wurden wir ein bisschen dann befragt, ob wir Läuse haben, wer unsere Eltern seien und so weiter und so fort. Und dann wurden wir irgendwann entlassen, früh um 6. Ja, jedenfalls das nur so nebenbei. Und ich dachte, niemals kann ich das weitermachen. Ich entschloss mich dann, einen anderen Beruf zu machen, und zwar Kosmetikerin, was ich mit Leidenschaft ausübe bis heute. Zwischendurch habe ich noch mal, ich wollte nach Mauerfall, ich erzähle das jetzt mal ein bisschen durcheinander, weil ich so aufgeregt bin. Nach Mauerfall, wie gesagt, habe ich eine Drogerie erworben, was immer mein ganz großer Wunsch war, bis ich gemerkt habe, das geht gar nicht. Alles, was ich einkaufte, war im Supermarkt viel preiswerter als meine Einkaufspreise. Ja, das habe ich dann ein Jahr betrieben. Dann habe ich mich entschlossen, eine kleine Kette zu eröffnen, hautnah damals. Drei Jeansläden, habe die Hosen geändert und viele Ordern geschrieben und so weiter und so fort. Hatte ganz viele Probleme. Denn ich hatte ja auch zwei Kinder, die ich sehr früh schon bekommen habe zu DDR-Zeiten. Das habe ich vergessen vorhin zu sagen. Und ja, und das habe ich so 8 Jahre. 8 Jahre habe ich meine drei Läden betrieben. Und dann merkte ich, nein, ich muss noch mal in meinem Leben was anderes machen. Ich werde wieder meinen Beruf machen. Weil ich weiß, wenn dann die Tür aufgeht,
die Leute möchten etwas von mir, was ich dann auch geben kann. Und dann habe ich angefangen, mit einmal Wimpernfärben in der Woche. Ich war total neu, ein klitzekleiner Laden, den ich selber ausgebaut habe, wo ich wusste, bitte nie wieder so eine hohe Miete. Denn ich hatte zum Beispiel in der Brückenstraße einen Laden, in der Schönhauser Allee, in der Senefelder Straße, Brückenstraße, hatte ich eine Miete von 4.900 an Firma Vielmann zu zahlen, habe den Laden noch ausgebaut. Der war denkmalgeschützt, musste teure Fenster einbauen. Ich habe das Geld, was ich verdient habe, immer wieder ausgegeben. Naja, denn viele Einbrüche gehabt und so weiter und so fort. Also, ich zurück, jetzt nochmal zurück, ein kleiner Sprung. Dann habe ich den Laden in der Senefelle aufgemacht, Avocado Kosmetik. Ja, und da bin ich bis heute. Und das sind jetzt 26 Jahre. Und habe so wunderbare Kunden und bin so glücklich mit meinem Beruf. Manchmal denke ich, okay, wenn ich so nachdenke, weil ich sehr, sehr gerne mit Kindern zusammen bin, hätte ich vielleicht sehr gerne gemacht, aber unter den damaligen politischen Verhältnissen, weil ich ja immer mit Pionierleiterinnen und sowas zu tun hatte, ging das überhaupt nicht. Und jetzt, wie gesagt, bin ich dort 26 Jahre, glaube ich. Ja, es werden jetzt, oder vielleicht sind es auch schon 27 Jahre. Und habe so wunderbare Leute kennengelernt in meinem Laden, habe so schöne Sachen erlebt und ja, bin ein kleines bisschen anders, glaube ich. Es gibt viele Institute, die verkaufen viele teure Sachen, kann ich, stehe ich gar nicht dahinter, habe in der Zwischenzeit vor einem Jahr mit meiner Schwester zusammen eine eigene Creme entwickelt, bin ein Jahr zur Schule gegangen bei einem Chemiker, der jetzt 82 Jahre alt ist und gerade verstorben ist, habe mit ihm seine Rezepte weiterentwickelt und mache jetzt meine eigene Creme noch nebenbei. So. Ja, wunderbar, Frau Paulke. Danke auch erstmal. Also das, nach der Wende war ja wirklich ein großer Einschnitt, dass Sie da Unternehmerin wurden. Mit wahrscheinlich noch kleinen Kindern. Ja, ganz klar. Genau. Was waren da so Ihre Erfahrungen oder auch die größten Herausforderungen? Also Sie gingen ja in etwas total Unbekanntes. Ja, ja, also ich hatte genau noch das richtige Alter, also nicht so alt oder so wie jetzt wie meine Eltern, die auch große Probleme hatten. Es war für mich so genial, dass die Mauer gefallen ist. Ich war ja auch, ich glaube, ich war unter den ersten 100, die in der Bornholmer Straße, wo man zuerst rüber in den Westen fahren konnte. Bin dann schnell noch nach Hause, habe meine kleinen Kinder geholt mit meinem Mann und dann sind wir zu Verwandten gleich gefahren die erste Nacht. Und das war so wunderbar. Ich freue mich heute. Ich habe so viel erlebt in meinem langen Leben oder weiß ich nicht, vielleicht, ich wäre froh, wenn ich wie Frau, ich weiß jetzt mal nicht die Namen jetzt, aber wie die Frau, die Keramikerin oder die Theaterwissenschaftlerin, ich finde das so wunderbar, dass sie so viel Kraft haben und so impulsiv sind und so wunderbar erzählen kann. Ich hoffe, dass ich das auch noch machen werde. Aber für mich war die Wende das größte Ereignis, das größte überhaupt. Mhm. Ja. Und ihr Hineinwachsen so als Unternehmerin, also Sie haben ja dann die Drogerie übernommen, hatten Sie da Unterstützung? Gab es auch Niederlagen? Nee, ich hatte nie Angst, muss ich sagen. Mhm. Ich habe mich da so reingestürzt. Habe von meinen Eltern noch ein bisschen Geld bekommen, weil ich ja so einen Altbestand, so einen alten Warenbestand DDR-Sachen noch aufgekauft habe, die ja keiner mehr haben wollte. Die habe ich dann alle in großen Kisten verpackt. Schade, dass ich die bis heute nicht aufgehoben habe, aber egal. Ja, und habe dann alles umgebaut da drin. Ich habe wirklich immer viel gearbeitet und hätte mir gewünscht, dass ich die Drogerie zu Ende führen kann, aber das war schier unmöglich. Ja, und dann habe ich mich entschlossen, kurzerhand nach einem Jahr alles wieder umzubauen. Das war dann mein erster Jeansladen, den ich dann gemacht habe. Habe mir Ware geholt, bin nach Aachen gefahren mit meinem Mann. Einmal die Woche. Kinder waren bei meinen Eltern oder wir haben sie mitgenommen in so einem großen Bus.
Ja, und das haben wir sehr erfolgreich betrieben. Die Waren hat man uns aus den Händen gerissen. Wir waren auf Märkten. Also wir haben unheimlich gut Geld verdient und so. Nur leider auch nichts davon irgendwie leben und leben lassen. Wie gesagt, das war so mit guten Freunden immer. Also wir hatten wirklich ein gutes Leben, haben wir geführt. Und ja, bis ich dann merkte, das ist vorbei und überhaupt und alles, was ich ausgesucht habe, man schreibt ja Ordern und man sucht sich Sachen aus und die anderen sagen, oh, bloß nicht orange und lila, was ich denn gekauft hatte. Na, dann war das so. Und dann habe ich gedacht, wieder weg und jetzt mache ich meinen Beruf. Und das ist so. So habe ich das gemacht. Hm? Ja. Haben Sie denn auch Mitarbeiter jetzt bei Avocado? Ja, ich hatte immer Mitarbeiter, worauf ich ein bisschen stolz bin. Ich habe 3 sehr gute Kosmetikerinnen ausgebildet, also 3 Lehrlinge gehabt. Und ja, wenn man jetzt so Bilanz sieht, wie jetzt in meinem Alter, dann denke ich, das war gut gewesen, weil die alle sehr erfolgreich sind. Ja, und habe immer also jetzt habe ich noch eine Mitarbeiterin, weil wie gesagt, das war alles nicht so einfach, auch mit der Trennung, wenn man die Angestellten auch gut behandelt und gut bezahlt und irgendwann gehen sie dann weg. So ist es im Leben halt. Ne? Ja, und jetzt bin ich mit einer Mitarbeiterin vor Ort und genießen jetzt gerade wieder den Lockdown. Gut, ja. Seit einem Tag. Mhm. Ja. Ja, da wünsche ich Ihnen sehr, dass Sie gut durch den Lockdown kommen, hoffentlich auch das Geld bekommen, was da versprochen worden ist. Ja, ja, ne, denke ich auch, ja. Frau Paulke, letztendlich Ihr Leben hieß ja immer wieder, Neuanfang geht.